So, erstmal hier ist Buhnzimmer. Hey. Ist es schon soweit? Ah, ziehen wir gemeinsam Kann weiter. jederzeit los. Oha. Warum darf ich im Buhnenzimmer nicht reingehen? Er ist doch mein Begleiter. Prim hat einen neuen Sheriff. Das sollte die Pulverbande fernhalten. Ja, naja, neuen Sheriff ist das nicht unter RNK-Besitz, weil uns damals dieser Fick-Sheriff angegriffen hat. So ein Vielleicht wissen Lauch, Sie es Alter. ja. Ich. Mit. Aha. Sicher, schauen Sie sich ruhig um. Das habe ich jetzt übersprungen, das tut mir leid, aber ich wusste jetzt nicht, dass er mir irgendwas gibt. Ich habe gedacht, er will mich einfach zulabern. Sicher, oh Gott, schauen nee, das, Sie sich ruhig geht um. Mal wieder verlassen. Transaktion abbrechen. Sicher, schauen Sie sich ruhig um. Ich hab doch Whisky und so ein Shit mitgenommen. Brauche ich ja das gar nicht. Scotch kann ich mal mitnehmen, schmutziges Wasser. Ja, akzeptieren, verlassen. Auf Wiedersehen. So. Kleidung. Aufgabe. Ja, dann machen wir mal hier das hier, ne? Dann machen wir das. Und dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Also wir haben auf jeden Fall noch ordentlich was zu tun. Muss ich mal so ganz ehrlich sagen. Das ist ziemlich krass. Muss ich mal ehrlich sagen. Naja. Ohne Witz, man kriegt ja aber auch Mission zugeschossen. Das ist echt untragbar, ne? Ich meine, man geht von einer Mission zum anderen und kriegt da nochmal zwei, weißt du? Und irgendwie ganz schön, es ist ganz schön hammer, muss ich sagen. Aber naja. Hätte ich mich da nicht näher dran porten können, irgendwie? Hier liegt eine Leiche. Kommt anscheinend vor. Ich glaube, sogar den haben wir abgeknallt, oder? Naja. Wer weiß, wer weiß. Ach, diese Bolt-Sicherheitsrüstung, ne? Erledigen Sie Ihre Einkäufe im In Mick and Rice. Ne, tue ich nicht. Ach, unser alter Mann hat schon ordentlich was erlebt, ne? Also, muss man immer so lassen. Schauen Sie im Atomic Wrangler vorbei, wo der Fusel billiger, die Glückstee freundlicher. Gott sei Dank hört man den nicht mehr. So weit weg. So. Ey, was geht? Simon. Willkommen im Silver Rush, der besten. Wir kennen uns doch. So, du bist schon ganz kribbelig. Gut, dass Sie da sind. Erinnern Sie sich an das Paket, das Sie ausgeliefert haben? Ja. Dem Kunden gefiel die Ware und er hat einen Großauftrag platziert. Es ist möglicherweise der größte Auftrag, den wir je abzuwickeln hatten. Ich musste meiner Mutter mehrmals versichern, dass alles gut gehen würde. Und damit wären wir auch schon bei Ihnen. Wir werden eine Eskorte stellen und ich will Sie mit dabei. Was sagen Sie? Bin dabei. Perfekt. Wir sind noch dabei, alles vorzubereiten, aber in der Zwischenzeit lässt sich immer eine Beschäftigung finden. Wenn alles soweit ist, begeben wir uns zum Treffpunkt. Lag da gerade eine Minigun auf dem Tisch? Da lag eine fucking Minigun auf dem Tisch. Ich habe selbst eine Minigun, ich brauche nur Munition von dir. Die brauchen eine Ewigkeit mit der Waffeninspektion. Ich glaube fast, das tun die, um uns nervös zu machen. Aber lassen Sie sich nicht verrückt machen. Die Sache ist fast gelaufen. Es fehlt nur noch ein letztes geschäftliches Detail. Apropos. Hören Sie mir jetzt gut zu. Es wird gleich ein bisschen turbulent. Auf mein Zeichen folgen Sie mir einfach, okay? Alles klar. Das mag ich an Ihnen, dass Sie Befehle im Großen und Ganzen befolgen. Vergessen Sie nur nicht, das Signal abzuwarten. Das sind die Legions, ne? Ich nehme an, Sie sind zufrieden mit allem? Es scheint alles in Ordnung zu sein. Caesar wird das so bald nicht vergessen. Caesar? Nein, vermutlich nicht. Es ist eine Falle! Zurückziehen! Der Anführer ist ausgeschaltet. Erledigt. Okay, what the fuck? Kleidung? Handgreifskampfrüstung. 16, oh, das ist gut. Waffen? Soll ich dann das Plasmagewehr nehmen? Oder meine 10mm? Genau. Warte, ich muss hier looten. Wir leben ja noch.
mir die Machete mit. Ach, die RNK ist sogar auch hier. Ist das nicht awesome? Ja, ihr macht das schon, ne? Ich loote ein bisschen. Jagdschrotflinte, ist die gut? Ne, kann ja gar nichts. Mach ich nur die Patronen. Lalalala. Ey. VATS, komm schon. Gib ihm hart. Na komm, Boon, dann mach du den. Na egal, der ist tot. Ein Veteran ist das. Ey, was geht? Da liegt noch eine Leiche. So, Plasmahaufen. In so einem verlassenen sonst was, ey. Ey, hier liegen auch tote RNK-Soldaten. Ich nehme mir mal die Erkennungsmarken mit. Dienstgewehr, hammer nice. So, Dienstgewehre. Ja, die Erkennungsmarken, vielleicht bringen die mir sogar noch was. Hier ist sogar noch was drin im Sensormodul, hammer nice. Den Rest kann ich hier nicht gebrauchen. Hier läuft einfach wie blöd durch die Gegend, ist okay. Sonst keine Verluste, ne, von RNK. Die haben ja hier noch richtig was zu liegen gehabt. Sowas wirft man weg. Ah, Bier brauche ich nicht. Hilfsmittel kann ich Bier wegwerfen. Brauche ich nicht. Das bringt nichts. Da habe ich schon gelootet, ne? Ja. War ich hier schon drin, ne? Ja. Hat ja alles den gleichen Weg ungefähr. Und die Jagdschrotflinte ist ja eh fast kaputt. Also brauche ich da gar nicht gucken. Ich glaube, das war's, ne? Gute Arbeit. Ich muss noch ein paar letzte Details mit unseren neuen Kunden klären. Dann geht's zurück ins Rush. Okay, also sind die RNK unsere Kunden. Ich vermute, sie haben ein paar Fragen. Fangen wir mal an. Caesar macht namhaften Lieferanten schon seit einiger Zeit Angebote. Meist trauen sie sich nicht, ihn zu hintergehen und zahlen oder fliehen. Ich witterte ein gutes Geschäft und machte einen Handel mit der RNK. Ich helfe, feindliche Truppen in eine Falle zu locken und die RNK kauft bei mir. Normal hätten die arroganten Bastarde nichts mit uns zu tun haben wollen, aber ihre Situation ist verzweifelt und diese Chance war zu verlockend. Das klingt gut. Hatten sie mit der Legion nicht genauso viel Geld verdient? Wohl kaum. Die haben eine Menge Soldaten und Sklaven, ja, aber nicht annähernd die Mittel, über die die RNK verfügt. Als ich sagte, wir werden reich, meinte ich das ernst. Mein Deal mit der RNK bringt mir 5-mal so viel ein, wie Caesar gezahlt hätte. Caesars Geld zu nehmen, war bloß ein zusätzlicher Bonus. Das ist ja schön. Nun ja, nicht direkt. Meine Mutter hat den Deal nicht unbedingt abgesegnet, aber die wird sich beruhigen, wenn sie merkt, was dabei herausspringt. Wenn sie schlau ist, und das ist sie, glauben Sie mir, dreht sie die Sache zu ihrem Vorteil und profitiert mit von unseren Connections in der RNK. Und jetzt? Ich werde tun, was ich tun kann, um die RNK mit den benötigten Waffen auszustatten. Ich werde also in absehbarer Zukunft recht beschäftigt sein. Oh, Sie fragen sich vermutlich, ob mein Jobangebot noch steht. Ich habe derzeit leider nichts für Sie, tut mir leid. Aber für Waffentransporte zur RNK werden wir jede Hilfe brauchen. Wenn Sie also hin und wieder vorbeikommen, hätte ich vielleicht Lieferjobs für Sie. Und bevor ich's vergesse, hier ist Ihr Anteil am Profit des Lagerhausjobs. Die Rüstung können Sie behalten. Und danke nochmal für Ihre Hilfe. Wie viel habe ich jetzt gekriegt? 1000 Kronkorken. Ich dachte, wir wären reich und nicht so mittelmäßig. Die Van Graaff-Rüstung darf ich behalten, das ist ja sehr nett von dir. Alter, hat die einen Wert. 6000, leck mio.
Na, behalte ich dann mal, ne? Bruno hat ja auch mal eine geile Metallrüstung. Ey. Ja? Ja? Wollen Sie was? Ja, für diese Sauerei ist Glory verantwortlich. Sie hatte ein wenig Spaß mit dem kleinen Pisser und es endete böse. Jetzt läuft er rum und verbreitet Lügen über meine Schwester und das kotzt mich an. Eines Tages pisse ich in seinen Schädel. Warten Sie es nur ab. Das könnten wir tun, aber dann müssten wir auch seine 400 Freunde töten. Und das wird mit der Zeit echt mühselig. Eines Tages wird er jedoch einen Fehler machen und dann können ihm seine Freunde nicht mehr helfen. Dann gehört er mir. Das ist ja schön. Anders als bei meinen Brüdern und Schwestern wollte Mama meinen Vater nicht loswerden. Er starb kurz vor meiner Geburt. Mama hatte ihn so gern, dass sie mir seinen Nachnamen gegeben hat. Sie meinte, dass er zumindest das verdient, weil er mich ja nie kennengelernt hat. Mhm. Dann gehen Sie jemand anderem auf die Nerven. Okay, dann gehe ich deiner Schwester auf die Nerven. Mein Lieblingsmitarbeiter ist wieder da. Was kann ich für Sie tun? Sie sind hier jederzeit willkommen. Mein Lieblingsmitarbeiter. So, du hast nur 300, ist das dein Ernst, Alter? Nur fucking 300, da bin ich ja ein bisschen enttäuscht von dir, muss ich mal so ganz ehrlich zugeben. So, hast du denn irgendwas Geiles für ein Plasmagewehr, eine Magazinerweiterung? Aber der hat keinen geilen Shit. Mein Lieblingsmitarbeiter. Ja, ich weiß schon. Ich würde gerne mal ihr Angebot sehen, weil ich will dir einen Shit verkaufen. Sensormodul, Schachtel. Und dann den ganzen Scotch und dann. Bringt ja doch ein bisschen Geld. 130 wenigstens. Naja. Und die Van Graaff-Rüstung ist einfach mal edel, ey. Und dann wird sie es ziemlich viel wert, muss ich sagen. So, dann gehen wir mal die Mission machen. So, erstmal auf die Weltkarte gucken. Ist ja beides hier gleich irgendwo, ne? Eins ist hier. Im Atomic Ranger. Der Typ hier sogar. Tatsächlich. Ziehen Sie Leine, Sie verscheuchen mein Glück. Bestimmt. Scheiße, nein. Egal, was diese alte Zicke McLafferty meint. Mein Paps hat gesagt, ich könnte die Filiale in New Vegas übernehmen. Außerdem habe ich leichte Geldprobleme mit den Omertas. Woher soll ich Geld zum Zocken bekommen, wenn ich bei der kaminroten Karawane aufhöre? Sie haben also das Geld der Omertas nicht. Ich werde es Sie wissen lassen. Oh ja. Was? Nein, nein, warten Sie. Schauen Sie, ich brauche nur Zeit. Verpfeifen Sie mich nicht an die. Sie wollen, dass ich bei der kaminroten Karawane aufhöre? Gut, ich höre auf. Sagen Sie McLafferty, dass sie mich los ist. Das ging ja einfacher als gedacht. So, und dann noch zu den Waffenschiebern, ne? Haben die nicht irgendwie eine Filiale? Ja, genau. Ey, was geht? Willkommen, Sir oder Madam. Auf Wiedersehen. Ey, was geht? Ich kümmere mich nicht um An- und Verkauf für die Waffenschieber. Sprechen Sie mit dem Roboter in der Verkaufsbude bei der Fabrik. Auf keinen Fall. Alles innerhalb des Zauns ist Sperrzone. Und die Wachen hier haben einen strikten Schießbefehl. Viele der High-End-Waffen beruhen auf Vorkriegsplänen. Wenn die Konkurrenz die in die Hände bekäme, wäre das schlecht fürs Geschäft. Das glaube ich. Die Hersteller der hochwertigsten Waffen und Munition im ganzen Ödland. Wenn sie eine richtig schicke Wumme in die Hände kriegen, dann stehen die Chancen ganz gut, dass sie aus einer unserer Fabriken kam. Hier draußen haben wir keine Bosse. Ich, die Büchsenmacher und die Wachen wissen alle, was wir zu tun haben. Es ist ein super Job, für die Waffenschieber zu arbeiten. Keiner wagt es, sich mit uns anzulegen. Schon seit 5 Jahren. Ich kümmere mich um die Versorgungsseite, Rohmaterialien und so. Mhm.
Für das, ja. Bis